So, hallo zusammen. Heute mal was ganz anderes. Ich glaube, das ist Premiere, dass ich hier eine Schallplatte aufmache. Also ich glaube, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten habe ich ja ein Video gemacht, wo ich eine Musikkassette mit den drei Fragezeichen ausgepackt habe. Und es hat mir soweit sehr gut gefallen. Also es ist nicht das, was ich üblicherweise so als Hörbücher oder als Hörspiele mir anhöre. Aber ich fand es ganz okay. Ich fand es ganz nett gemacht. Und ja, da habe ich mir gedacht, hole ich mir mal hier so eine Schallplatte, um einfach mal ein bisschen meine Schallplattensammlung ein bisschen aufzupeppen. Mal mit so anderen Sachen, nicht nur Musik, sondern halt auch mal Hörbücher. So sieht das Ganze aus. Ich würde es jetzt zusammen mit euch auspacken und gucken, was drin ist. Dürfte jetzt wahrscheinlich nicht allzu spannend sein bei so einer normalen Schallplatte. Kommt hier in so einer Schrumpffolie. Ich versuche das mal hier zu entfernen. Also es ist nicht ganz so leicht hier. So, es ist halt einfach ziemlich groß. Ich mache noch kaputt. So. Also, so sieht das Ganze von vorne aus. Und so von hinten. Was hier diese Picture Disc bedeutet, das habe ich keine Ahnung. Weiß nicht, was das ist. Vinyl Picture Disc, okay. So, hier sind nochmal die ganzen Sprecher aufgeführt. Hier unten noch andere Folgen. So, gucken wir mal, was da drin ist. Ich habe schon ein bisschen hier eingerissen beim Aufmachen. Okay, jetzt weiß ich, was damit gemeint war. Mit dieser Picture Disc. Es ist doch spannender, als ich gedacht habe. Wow. Wow. Das sieht cool aus. Wow, ich habe richtig Angst, das überhaupt abzuspielen. Nicht, dass es dann hier irgendwie noch kaputt geht, oder? Wow. Also das ist mal ein Ding. Rückseite, das gleiche Bild. Wow. Also das hat sich gelohnt. Also das ist ein Hingucker. Wow. Tipptopp. Also, super Sache. Gefällt mir. Schön. Ich weiß nicht, ob es beim Abspielen irgendwie ja dann weniger schön aussehen wird. Aber ich werde es mir mal angucken, probieren. Es sieht wirklich tipptopp aus. Wow, schön. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.